Ja, hallo und herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Schön, dass du reinschaust. Heute wieder ein Flugvideo mit dem Hubschrauber F06 hier. Schaut euch an das Panorama, kann man das dann genießen. Und ich werde den Hubi hier mal fliegen. Bin total gespannt. Es ist jetzt relativ frisch. Ja, da muss man ruhig darauf achten, dass die Akkus vollgeladen sind, denn bei der Kälte, da wisst ihr selber auch nicht so gut für den Akku. Okay, ja, zünden wir mal ein und los geht's. So, hier haben wir schon den guten. Fernbedienung eingeschalten, Akku eingesteckt, eingeschalten. Und alles startklar, es hat gepiepst hier. Ich zeig nochmal eben die Kamera. Dann nochmal kalibrieren hier. Okay, haben wir einen grünen Dingens. Genau, mit 8 Meter, das reicht erstmal. Jetzt fliegen wir den Teil erstmal hier los. Das war jetzt hier ein kleines Problem. Heckruder, da müssen wir natürlich jetzt nochmal frei sein. Ja, das Schöne beim Hubschrauber ist hier immer, man braucht hier wenig Platz. Flugzeug, das ist problematischer. Da habe ich mehr Schwierigkeiten hier. Wunderschönes Flugbild hier, dieser grandiosen Kulisse. Einfach nur klasse. Ich fliege hier im optischen Sensorbereich. Und ihr könnt sehen, da fliegt ja wunderbar hier. Ja. Er stoppt, jetzt schwebt in der Luft hier. Dank optischen Sensor, ja, macht kleine Bewegungen. Kann nicht genau sehen hier, wo was ist. Wir sehen schon immer her, aber jetzt über den Asphalt das Wasser der Höhenhaltesensor besser auf der Reihe kriegt. Dass er hier besser schwebt. Und da sieht es mal richtig gut aus hier. Ja, das ist eben halt von Anfang an wirklich entspannt, da kann er loslassen, das Teil stoppt und kann er wirklich hier entspannt, hier ganz vorsichtig hier, nicht das sehr ruppelt, seht ihr hier, dann schaukelt er sich so auf, wirklich ganz vorsichtig hier fliegen und dann hier wird das was. Ein bisschen höher fliegen hier. Das ist jetzt ein Baum hier, sich dagegen sammeln. Ja, einmal im Fall, wirklich guter Anfänger-Hubschrauber, das muss man so sagen, wie es ist. Dann ist der Höhensensor ein bisschen Probleme, der optische Sensor ein bisschen Probleme. Ein bisschen zu weit weg ist, wie gesagt, er fliegt auch wirklich nicht. Höher wie 8 Meter, das ist auch sehr gut. Kann sich ja nicht mehr vertun, gerade Anfänger. Gerade dann doch schnell mal in Panik, dass sie die Fluglage nicht mehr erkennen können. Und das ist wirklich eine feine Sache. Mit dem optischen Sensor. Wirklich hier super. In der Luft steht. Wirklich genial hier. Ich sag 3D fliegen tue ich nicht hier und jetzt nicht. Sehr schön. Macht sehr viel Spaß hier das Teil zu fliegen. Einige Felder gefällt mir, wie gesagt, besser wie der ER-Schiene. Da rot-weiß ausschaut hier. Die bunte Farbgebung einfach richtig toll. Ich mache Stufe 2 hier. Und das ist eben das Schöne hier beim Hubschrauber. Ich kann schön gemütlich fliegen.
Im Flugzeug brauche ich viel mehr Platz, um hier ein bisschen was zu fliegen. Und natürlich unheimlich hilft eben hier der Hecksensor für den Heckrotor. Es ist halt so, wenn der Hubschrauber jetzt langsamer wird, aus dem Windfahreneffekt rauskommt. Und das passiert eben bei dem langsamen Flug. Im echten Hubschrauber sind es um die 40 Knoten. Dann ja, muss der Pilot immer die Pedale betätigen und ihn immer quasi gerade halten. Hier macht es eben mein Kreisel. Und das ist wirklich hier eine coole Sache. Und ihr seht, ich habe mein Handy nicht mit, das ist ein Mist. Seht, das ist wirklich ziemlich cool. Hier mal drehen lassen hier. Und wir landen das Ganze mal. Lass uns schauen, dass wir hier keine Hindernisse haben hier. Also es ist wirklich eine tolle Sache hier, das Teil zu fliegen. Ich muss so sagen, wie es ist. Aber schauen wir mal, drücken wir jetzt den roten Bereich und fliegen da mal ein Ründchen. Da ist mehr Dampf drauf hier und er verhält sich ein bisschen unentspannter. Das heißt, ich muss wirklich aktiv mit Roll und Nick arbeiten, bremsen damit. Und da müsst ihr wirklich, das dürft ihr wirklich erst nur fliegen, wenn ihr Ahnung davon habt. Da fliegt er nicht ganz so streng mehr, agiler. Lässt sich hier, seht ihr, im Roll- und Nick-Bereich geschmeidiger bewegen hier. Schalt mal Stufe 2 rein, ich habe schon echt Probleme gehabt. Stufe 2 reagiert er halt stärker auf Nick und Roll. Ah, wunderschön hier. Einfach klasse. Das ist eben wirklich schöner Hubschrauber, mal eigentlich ganz entspannt zwischendurch zu fliegen hier. Dank Höhenhaltesensor klappt das wirklich gut hier. Dieser Kulisse hier ist einfach nur genial. Genial zu fliegen hier, einfach nur klasse. Jetzt nickt man nach vorne mit der Geschwindigkeit auf hier. Muss aufpassen, dass wir nicht in den Boden reinrauschen. Und ja, ich habe noch 2 Punkte drauf, ich werde jetzt mal landen. Ja, wie ich es gehört, langsam zum Landeflug ansetzen, schräg nach vorne, bin ich in Downwish geraten. Und hier setzen wir langsam auf. Ich hoffe, das. Wie gesagt, zur Landung wichtig nochmal den Knüppel hier loslassen, eben mit hier wirklich entspannt fliegen kann. Ja, wirklich cooles Teil und beenden das Ganze. Ich hoffe, da hat alles aufgezeichnet hier.